Baden, hui. Warte, ich habe noch ein Schwert in der Hand. Was kann ich denn da wegpacken? Ich muss irgendwas wegpacken. Nein, meine Schaufel. Da ist eine Schaufel. Ich komme sofort. Alter, das wird schon wieder so dermaßen rot. Es ist unnormal. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minikraft Stranded mit der Christina. Hallo. Hallo. Ja, vielen Dank im Übrigen erstmal, das ist jetzt die zweite Aufnahmesession, die wir machen, dass Minecraft Forever Stranded so gut bei euch ankommt tatsächlich, dass ihr das so gut annehmt und ihr da so eine Klickresonanz drauf bringt. Einzige Sache, was ich mir noch wünschen würde, sind mehr Interaktion mit euch, mehr Kommentare, Daumen hoch ist voll okay, bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei Christina ist, aber ja. Ich gehe mal von aus auch nicht anders. Und ja, ich würde mir nur ein bisschen mehr Interaktion mit euch noch wünschen, das wäre ganz cool. Und was ich bei mir festgestellt habe, kurioserweise, ist, dass ganz viele English-People bei mir kommentieren. Also diese zwei, drei Kommentare, die ich habe, sind tatsächlich von Engländern oder Amerikanern oder sowas. Wow. Wobei ich sagen muss, der Map-Ersteller oder der ja, Quest-Ersteller, wer auch immer, ist ja ein Engländer und der hat, den habe ich ja mal drauf verlinkt auf den ersten Folgen oder in den ersten Folgen, der hat tatsächlich retweetet. Das ist ganz cool. Vielleicht kommen die Leute von ihm. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das kann sein. So, wir haben uns ein bisschen was überlegt, jetzt die Aufnahmepause. Ich habe auch schon vorgefertigt, also wer mal gucken möchte, ich habe hier draußen so einen kleinen Urwald gebaut. Ich habe ein bisschen Erde gefarmt, ich habe hier ganz viel Wasser gemacht und ich habe hier schon gesiebt. Also es ist richtig viel passiert. Hast du Stein? Hast du Steine machen? Nein. Also ich habe jetzt den Fokus, also Stein kriegst du ja aus Erde. Ich habe den Fokus jetzt erstmal drauf gelegt, hier einen Acker anzulegen. Okay, ich kann dir gerade mal erzählen, was ich vorhab. Und zwar hat der gute Olli sich gedacht, eine Frau muss kochen. Und wir haben hier im Quest Basic Survival. Das ist voll sexistisch, Alter. Die Frau muss kochen. Haben wir die Sparte Cooking Utensils. Und da muss ich eine Rührschüssel, einen Entsafter, einen Mörser und einen Stößel und ein Schneidebrett machen. Die Rührschüssel habe ich gerade schon gemacht. Jetzt fehlt mir halt der Entsafter. Und für den Entsafter brauche ich Stein und eine Steindruckplatte. Oh. Hör mal, die Frau soll kochen. Ja. Kriegt von dir keine Utensilien. Wieso von mir? Du kannst doch selber Erde machen. Mimimi. Hier, warte mal. So, Alter, hier voll, du bist gerade voll am Rumspringen gewesen. Weißt du, wie du Eisen kriegst? Du brauchst eine Schere, ne? Wir haben uns ja, also wir haben uns überlegt, wir schneiden die ganzen Blätter mit der Schere ab, damit wir Materialien haben hier für die Barrels, um einmal Wasser zu machen, als auch Erde. So, pass auf, Schnitte. Wobei, guck mal drin in den Kisten. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Ob da nicht doch irgendwo Stein schon drin ist. Für den Mörser brauche ich auf jeden Fall auch Stein. Und fürs Schneidebrett. Ist das schon genug Sand? Warte mal. Das Schneidebrett könnte ich tatsächlich... Nee, kann ich nicht machen. Feuerfest. Holzbretter feuerfest. Kriegen die? Ach krass. Aus vier Stufen kriege ich... Feuerfeste Holzbretter. Okay. Iron or Dust. Und dieses Dust müsste man brennen. Oder aus. Oh, Alter. Hallo. Ich hasse diese Tür. Tatsächlich. Mammut. Tatsächlich. Im Ofen brennen zwei Eisenbarren. Nur mal so nebenbei erwähnt. So, das ist schon mal gut. Sand, 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 Sand. So, pass auf, während Christina da drin sich um so ein bisschen Futter kümmert, werde ich im Questbook natürlich auch weitermachen, ganz klar. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache hier den Even Hotter. Das heißt, ich mache einen Unfired Crucible und ich versuche ein bisschen Lava zu kriegen. Das heißt, den Unfired Crucible, den bauen wir natürlich. Unfired
So, da haben wir den Unfired Crucible. Da brauchen wir natürlich Porzellanclay. Und das Porzellanclay kriegen wir aus Bone Meal, aus Asche und aus Clay. Asche kriegst du aus Stöckern. Wenn du Stöcker brätst, also hier aus Holz, wenn du Stöcker brätst, bekommst du Asche. Ne? Das ist so der eine Punkt. Dann habe ich hier natürlich Clay gemacht. Das heißt, ich habe mein Hammer in die Hand genommen. Ping! Und habe einen Wundenhammer gemacht und habe dann Sand gehämmert, sozusagen, wie man es ja nun kennt von Ex Nihilo. Daraus ist dann Dust geworden und das Dust habe ich dann quasi hier in das Wasser reingehauen und daraus wurde ja dann so ein Clay-Block. So, diesen Clay-Block mache ich jetzt natürlich klein. Das macht hier auch noch Lärm. Dann gehe ich jetzt rein. Tschüss, hör mal. Ja, reingehauen. So, und dann. Gartenarbeit, Kochen, ich fühle mich diskriminiert. Ja, das ist alles für die Frau. Alles für den Dackel, alles für den Club. Für den Club. Unser Leben für den Hund. Genau. So, ich brauche 7-mal Porzellan-Clay. Das heißt, ich kriege 8 kriege ich hin. Das ist auch in Ordnung. So, dann können wir nämlich daraus, schon mal einen machen. Da haben wir Ditte. Jetzt muss ich nur noch gucken, kriege ich das schon aus dem Unfired Crucible hin? Ne, da muss ich wahrscheinlich 2 draus machen, ne? Verdammt. So, ich muss jetzt quasi Erde machen aus den Blättern. Genau, die packst du in die Barrels rein. Richtig. Man hört es. Und davon kann ich dann Steine machen, wenn ich das liebe, ne? Oder kriege ich diese Steinbrocken eventuell? Blood Moon is rising. Oh, jetzt geht's los. Blood Moon muss da aufpassen. Bei Blood Moon, da geht's richtig ab. Wie Schmieds Katze. So, ich nehme noch ein bisschen Bone Meal. Ich brauche nämlich Bone Meal. Haben wir noch irgendwo was? Ja, in der Kiste neben dem Loch. Eigentlich könnten wir Zombies klatschen, ne? Ach, vielleicht sind ein paar gute dabei. Blood Moon, da wirst du überlaufen. Ja, aber die kommen ja nicht rein. Und es wird rot. Aber ich guck mir den Spaß von draußen an. Ich versuche es erstmal so, mal gucken. Mir ist schon wieder voll heiß. Mir auch. Aber es wird jetzt eh dunkel. So ätzend. Oh, da geht er auf, der rote Mond. Komm mal her. Wie sieht denn da aus? Da hinten. Oh, da ist die Sonne, da geht's. Oh. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Hui. Voll gut. Da können wir doch einfach mal eine Runde. Alter, jetzt geht's aber ab hier. Boah, jetzt ploppen die aber richtig los. Kommen die schon? Lull. Und das nicht zu knapp? Skelette. Und das nicht zu knapp? Alter Schwede. Da hinten ist so eine Lore, siehst du? Eine Lore? Lohe. Ah, eine Lohe. Ja, macht euch mal tot, liebe Leute. Macht euch echt mal voll tot. Voll die Dummköpfe. Ja, ist ganz komisch, wenn ich wenn ich auf F1 drück mal auf F1. Dann ist das Rote weg. Genau. Komisch. Mhm. Das ist komisch. So, macht nichts. Ich gehe jetzt rein und mache. Warum ist mir denn immer noch so heiß, verdammt? Ah, ich gehe mal ins Wasser, da wird es wieder kalt. Also, wir haben festgestellt, wenn die Sonne mittags am höchsten steht, dann sterben wir meistens einfach. Dann, genau, dann stell dich einfach hin und warte, bis es vorbei ist. Weil es bringt gar nichts. Und dann haben wir auch festgestellt, wenn du dann auch noch ins Wasser gehst, da scheint es nochmal heißer zu sein, ja. Irgendwie. Das ist ganz komisch. Weil das Wasser wahrscheinlich warm geworden ist und du dann in dem Wasser verbrennst. Ja, das ist so unsere Theorie auf jeden Fall. Also Schneidbrett und Kühlschüssel habe ich tatsächlich. Warum wird mir das, obwohl ich das gecraftet habe im Questbuch, eigentlich nicht... Ach, jetzt wird es komplett. Okay. Drücke mal als auf Detected zur Not. Naja, war gerade eben nicht. So, wo backen wir den mal hin? Also eigentlich... So, wir brauchen auf jeden Fall Stein. Stimmt. Ohne Stein kann ich kein Dings machen. Ich kann auch ohne Stein nicht weitermachen. Weil ohne Stein kann ich kein Lava machen. Ja. Unfeared Crucible. So, pass auf, dann feuern wir den einfach mal. Dann brennen wir den und im gebrannten Crucible, da kannst du nämlich dann auch Lava generieren. Traust dich nicht raus? Traust du dich nicht raus? Nein. Komm raus jetzt, hier passiert gar nichts. Ja, ich brenne doch gerade den Crucible hier. So, den haben wir gebrannt. Jetzt haben wir einen gebrannten Crucible. Und jetzt brauchen wir... Hallo? Achso, da geht's auch. Ich muss tatsächlich mal ums Haus gehen nachher. Vom Sandsturm ist da vorne alles mit Sand voll. Habe ich schon gemacht.
Ich habe schon mal. Achso, ich habe im Übrigen, wie man sieht, warte mal, wie man sieht, bin ich ein paar Mal gestorben. So ungefähr 20.000 Mal. das wollte ich euch nicht vorenthalten, weil ich habe ja hier wie blöd und wie Bolle schon vorgearbeitet. Das habe ich jetzt mal entfernt. Und es kam ein mega Sandsturm, der hat mir mein Wasser weggemacht. Deswegen ist das Wasserbad jetzt drin. Da geht ja voll ab, die Luzi. Dementsprechend natürlich hier auch die 100.000 Bäume. Der rote Mond sieht so cool aus. Ich habe schon 10 kleine Steine. Ah ja, aus 9 bekommst du einen ganzen. Das ist super. Geil, ne? Voll gut. Ja, und das Essen ist unser größtes Problem. Also wir sterben nach wie vor noch. Ich habe Weizenkörner bekommen. Ja, habe ich Kartoffelsamen. Auch schon. Wobei, du kriegst es aus Erde, ne? Ich habe aus Sand gemacht. Genau, das heißt industrial Hanf habe ich schon. Aus Hanf können wir auch so einige Sachen nachher noch craften, was dann für die Maschinerie vonnöten ist. Coca Beans habe ich. Karottensamen habe ich auch schon. Kartoffelsamen habe ich hier. Und achso, hast du reingelegt, ne? Wahrscheinlich. Ja. Und Cactus Seeds habe ich hier. Und dann habe ich noch irgendwie so ein Prismarine Shirt. Da weiß ich aber nicht, wofür ich denn mal brauche irgendwann. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. So, warte mal. Ich brauche jetzt noch Entsafter und Mörser. Entsafter und Mörser. Dann gucken wir doch nochmal hier. Für den Entsafter brauchte ich einen Stein und eine Steindruckplatte. Und für den Mörser... Ein Stein. Jetzt kriegt sie einen Stein. So, warte mal. Bevor du großhändig die Steine vergeudest, sollten wir uns erstmal eine automatische Stein... Was heißt eine automatische? Überhaupt eine Steinfarm bauen. Ja. Damit wir nicht jedes Mal hier sieben müssen, wie die Blöden. Das heißt, ich brauche... Haben wir Lava? Noch nicht. Deswegen, das ist der Hintergrund. Das brauche ich nämlich. Ha! Den brauche ich. 20 mal Small Stone. Brauchst du Lava? So, kannst du mir noch ein Eisen machen? Ja. 2x Stein habe ich schon. So, ich habe auch 2 Steine. Guck mal, so, dann hast du noch einen kleinen dazu, dann hast du 3. Das hier. Der hässige Todespunkt hier von mir löschen. Weg damit! Ich muss mal ganz kurz hier mein Inventar so ein bisschen auseinanderruckeln. Boah, jetzt hat es gerade aber geleckt hier. Was ist das denn hier? Breed? Ach, Beetroot Seeds, ich wollte gerade sagen. Hast du auf die Uhr geguckt? Ja, wir haben noch ein bisschen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Small Stone, so, das heißt, ich habe jetzt 2 Cobblestone und 3 Small Stones. Ich habe 2 Steine. Große. Wie viel brauchst du insgesamt? 5, glaube ich. Okay, warte mal, dann kriegst du die beiden erstmal noch. Warte, hast du schon. Hast du schon nachgepflanzt? Ja, hast du nicht? Hast du doch. So, du hast gesagt, du brauchst nochmal... Ein Eisenbarren, weil einen habe ich noch im Inventar. Mann, immer die falschen Knöpfe hier. Was haben wir hier? Compressed, hast du... Oh. Tode gestochen? Ja, und der hat sich jetzt aufgeteilt in ganz viele kleine. Okay. Nicht, dass sie durch irgendeinen Löcher kommen hier bei uns. Nee. Da ist ja, das kommt davon, wenn der Typ so blöd ist und gegen die Kakteen rennt. Oh, okay. Oh, ein Creeper. Hallo Creeper, hau bloß ab. Nein, jetzt lässt er mich nicht rein. Lol. Und ich habe natürlich kein Schwert draußen. Hau ab. Scheiße, ich kann doch nicht mal laufen. Alter, du brauchst wirklich 4 Scheißschläge für so einen Creeper. Krass. Da kommst du hier nichts an raus, ist ein Creeper. Ohne Witz. Mein Assi. Vor dem Arsch, ne? Hol das hier. Vor dem Arsch. Es tut mir auch leid, dass wir jetzt hier so eine Nachtaufnahme machen müssen, aber als wir angefangen haben aufzunehmen, sind wir alle gestorben, weil es so scheißen heiß war. Und dann kam Blood Moon. Aber um euch das mal zu zeigen, wie das hier so mit Blood Moon aussieht. Boah, bei mir hängt dieses Blood Moon aber wegen diesen scheiß Zombies, ey. Ja, es ist extrem, was hier an Mobs sind. Es sind, glaube ich, dreimal so viele Mobs als sonst.
Guckt euch das an, was hier los ist. Schlägerei. Die sind ja voll am Eskalieren auf der anderen Seite. Alter, ohne Witz. Was geht denn hier los? Au! Ach, eine Hexe ist das. Ah, lol. Ich wollte gerade sagen. Willst du ein paar Zombies klatschen? Nee. Ich hab hier wieder aufgefüllt. Oh, hotti, hotti, hotti. Wenn die Sonne aufgeht, wird's heiß. Ja, natürlich, ist ja klar. Also jetzt kannst du hier wirklich klatschen wie ein Großer. Wie eine Große. Alter, weil hier einfach so viele unnormale Zombies sind, ne? Oder Husk, sagen wir so, Zombie-Husk. Es ist unnormal. Bei mir leckt's einfach des Todes. Ja, ja, weil hier so saumäßig viele sind. Geh mal hoch aufs Dach und guck mal auf die andere Seite, dann weißt du warum. So. Also wenn die jetzt leveln... Jetzt müssen wir nur noch den Entsafter machen. Wenn, hier, guck mal raus. Hier, komm mal her, guck mal raus. Jo. Und das nur wegen dem Blattmond. Es ist ohne Witz, ist das so. Und Hexen sind dann, ey, das ist ohne Witz. Das ist natürlich auch kein Wunder, dass es so am Lecken ist, ne? Es ist Wahnsinn, ist das. Das Problem ist, wir müssen die Zombies jetzt mal klatschen, damit die weg sind. Genau, und deswegen würde ich sagen, Freunde, machen wir eine Folgenpause. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, was ihr anders machen würdet, wie wir weiterkommen am besten, etc. pp. Und was wir als nächstes machen könnten, das heißt, bevor ich jetzt hier die Folge öffne, gehe ich nochmal krampfhaft ins Inventar. Und wir können... Ach, ein Lava-Bucket können wir noch nicht machen. Okay, alles da. Hat sich gerade erledigt. Danke. Nee, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge von Minecraft Stranded. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke für ein Zombie. Tschö. Tschüss.